Einen wunderschönen Morgen. Wir haben heute eine wunderschöne Aussicht. Und zwar sind wir im Rehberg und können da jemanden unterstützen. Zeige ich mal kurz. Schöne Städtle Endingen. Ja, und zwar sind wir hier im Rehberg. Warum? So traurig wie es ist, immer mehr Winzer hören auf mit ihrer Tätigkeit. Und wir sind jetzt hier von einem älteren Perle gefragt worden, denn ihr Nachbar neben dem Stück, der hat es die letzten paar Jahre für sie als mitgemäht, weil sie selber keinen Schlepper mehr haben. Der hat jetzt aber aufgehört. Gründe, ich denke, die Bauernproteste sind ja bekannt. Und der hat jetzt aufgehört, jetzt hätte es ja andere, größere gepachtet und macht da weiter. Aber der hat auch einen größeren Schlepper, weil, warum? Man muss ja heutzutage immer mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Nee, warum? Der hätte größere Schlepper, weil er muss mehr Fläche bewirtschaften, allem drum und dran. Und der kann jetzt aber durch dieses Stück von dem älteren Perle nämlich durchfahren. So, und jetzt haben wir hier das Ding gemäht. Haben natürlich da gerne ausgeholfen, aber das ist ja nicht die Lösung. Also ich weiß nicht, ob mit der Rebe noch so viel verdient ist, dass wir das alle 4 Wochen hier mähen können. Aber egal, jetzt ist es einmal gemacht. Und die Dame und der Herr sind auch schon ein bisschen älter. Freue sich natürlich sehr drüber. Ich hoffe, die können die Rebe noch ein paar Jahre schaffen. Aber sie haben auch schon angedeutet, der, wo das nebendran gepachtet hat, der hat kein Interesse an dieser Fläche. Möchte es nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwann die nächsten Jahre rauskommen, stillgelegt. Irgendwie Wiese drauf gemacht. Ja. Ob das ist, was Brüssel will? Keine Ahnung.